waren der? Der war doch nicht blau, der war da. Ah, der war da Erde? Nee. Braune? Sprout. Nee, das ist Tasselsprout. Eine blaue? Gulper. Hey Skylander! Ich bin auf die Besserwisserinsel gekommen, auf der Suche nach Rat, wie man Geld macht. Und alle Steinköpfe haben gesagt, dass da drüben welches ist. Jetzt muss ich nur noch einen Weg dorthin finden. Hey, ich weiß! Wenn Slobbertrap herkommen und diese alte Statue umschubsen könnte, wäre sie die perfekte Brücke. Klingt weit hergeholt, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Ist denn Slobbertrap? Hier übernehme ich. Krokokraft! Wer ist denn Slobbertrap? Der ist auch nicht. Ist das vielleicht der Löwe? Ich halte euch ein. Waldfeuer ist das denn? Höhen und Tiefen! Gusto. Vielleicht muss man Gusto versuchen. Höhen und Tiefen! Ich hab's drauf. Da bin ich einfach zu alt für. Die ganzen Namen am Merken. Oh nein, Skylander! Die Trolle müssen Verstärkung geholt haben! Wir sind verloren. Was ist das denn für eine Einstellung, Soldat? Bleib locker, Kompate. Hüpf einfach in das Geschütz, dann sollten sich diese Trolle trollen. Genau so. Gut. Bist du sicher, dass du das... Oh ja, genau das wollte ich. Nehm das, ihr fiesen Fliegende. Slobbertrap. Da ist Slobbertrap. Du bist mir in die Falle gegangen. Der Sieg wird mein sein. Meine Klinge ist einzigartig. Slobbertrap besiegt. Ist es für eine Schuld zu spät? Ja. Slobbertrap gefangen. Will.
dann noch ein Block. Und was kommt denn nochmal? Der Slobberjipper. Der Ultra. Hier kommt Gulper. Toll. Die schnellste Geschütze aufzufahren. Aber das sind auch nur mehr Ziele, auf die man schießen kann. Je größer sie sind, desto lauter ist der Knall. Kaboom! Kaboom! Ausgezeichnet! So, unter uns. Jetzt wissen wir alles, was es über die entflohenen Schicksalsräuber zu wissen gibt. Es heißt, Wissen ist der halbe Kampf. Aber weißt du, was die andere Hälfte ist? Kämpfen! Gehen wir zurück zur Akademie und überlegen uns, wo wir das noch ein bisschen machen können. Ist jetzt ein bisschen doof. Ich wollte den Slobberjab fangen, dass ich da vorne den noch machen kann. Okay. Ich habe die Daten, die du zurückgeschickt hast, analysiert und bin zu dem wissenschaftlichen Ergebnis gekommen, dass wir ganz schön in der Tinte sind. Diese geflohenen Schicksalsräuber sind böse mit einem gewaltigen B. Der Skylander und ich kennen uns mit Bösewichten aus, Max. Wir haben gegen Chaos, die Arkeaner, Greebles und alles Mögliche gekämpft. Bei allem Respekt, Junge, diese Schicksalsräuber-Umbres sind viel gefährlicher. Wir müssen jeden finden und einfangen. Pronto! Kein Problem. Was, mein Kumpel? Sag mir nur, wen wir zuerst suchen und betrachte ihn als Gefangenen. Ich würde den Chompy-Mage vorschlagen. Hauptsächlich, weil er als einzig eine Nachsendeadresse angegeben hat. Den Chompy-Berg. Dort findest du ihn sicherlich. Oh, und ich habe ein paar Dinge zur Akademie hinzugefügt. Sieh sie dir an. Das hier ist ein besonderes Tor, Skylander. Wo es hinführt? Zu ganz besonderen Orten. Deshalb ist es ein besonderes Tor. Was hinführt? Zu besonderen Orten. Oh, nicht schlecht. Bereit für eine weitere magische Verbesserung? Ich würde aber jetzt trotzdem sagen... Slobbertrap! Slobbertrap! Jetzt komme ich! Komm doch! Gulper! Der Gulper! Gulper kann fliegen! Ist der blaue Gulper? Warte mal, welche Level hat er? Der Gulper! Hier kommt Gulper! Der Gulper! Gulper kann fliegen! Gulper drin! Gulper! Thank you.
Gulpa! Steck eine Luft. Das ist der grüne Gulpa, also dann wäre ich die mal lieber nicht verändern. Der Gulpa. Hier kommt Gulpa! Slobber Trap. Ich geh jetzt hier noch weiter um den heißen Brei reden. Oder hier wieder irgendwas finde. Gucken wir mal hier nochmal und dann. Nicht. Ach, da kann man auch Portalmeister bekommen? Quest. Achso, Quest beendet. Mal hier vorne. So, dass man die Akademie schön sieht. So, dann würde ich jetzt gerne meinen Abschluss machen. Und zwar, ja, ihr habt ja mitgekriegt, ich habe nicht viel geredet, weil ich bin immer, wenn ich weiß es nicht warum, aber immer wenn ich Skylanders spiele, ja, bin ich total ruhig und relaxed, also. Na, ist eigentlich ein ruhiges und sehr schönes Spiel. Aber mir tut gerade auch total die Fresse weh. Ist sorry, aber. Aber damit hat es nichts zu tun, dass ich da nicht gequatscht habe. Nee, das ist einfach. Skylanders ist so ein schönes, ruhiges, entspannendes Spiel. Und, man kann dabei schön relaxen. Die Figuren rennen auch nicht so schnell wie in normalen Spielen. Das ist erst. Ja, die sind jedenfalls nicht so schnell wie in anderen Spielen. Die gehen hier ganz gemütlich durch. Also durch die Level durch. Und das ist auch, was mir auch sehr gut gefällt. Ich habe die zwar ein bisschen agiler in Erinnerung zu dem alten. Aber kann nur sein, weil ich es lange nicht mehr gespielt habe, dass mir das nur so vorkommt. Und das ist ideal für Kinder. Also ich habe es mit meiner Tochter gesuchtet, aber ich habe ihr da irgendwelche Figuren gekauft, weiß ich nicht. Die hat sie ja irgendwo hingeschleudert. Irgendwie. Also Mädchenzeug wollte sie haben, hat sie gekriegt. Dann haben wir damit mit den Figuren halt gespielt. Und, ja, also, es ist einfach geil. Es macht wirklich Spaß. Es ist sehr beruhigend, entspannt. Die Hintergrundgeräusche sind cool. Und passen alle stimmig dazu. Die Grafik sieht geil aus. Könnt ihr nicht anders sagen. Es ist schön bunt und für Kinder ist es ideal. Sprich mit der Symphonie, wenn du mehr über Verbesserungen erfahren willst. Ja. Und das ist noch ein großer Vorteil. Es wird alles vorgelesen. Selbst wenn man eine Schriftrolle findet oder so. Meine Tochter kann noch nicht lesen, da sie erst in der ersten Klasse ist. Und wir haben das andere Skylanders. Swap Force. Haben wir gespielt. Da war sie. Ja. 6. Das war vor der Schule. Weil sie ist mit 7 erst eingeschult worden. Und da braucht sie nicht lesen. Also sie braucht einfach nur zuhören und wird alles erklärt. Selbst die Schriftrollen, die Steuerung und alles wird alles sehr gut erklärt. Und sie hatte damit eigentlich auch überhaupt keine Probleme, es zu spielen. Ist eher das Problem, sie denn davon wegzubekommen. Aber. Ja, also bei so einem Spiel habe ich ohne Steck, dass es spielt, weil es ist wirklich
überhaupt nicht gewaltverherrlichenden. Deine nächste Herausforderung erwartet dich, Portalmeister. Sprich mit Lynn. Ich weiß. Ja. Also, ist einfach nur ein Spiel. Kann man nicht anders sagen. Es macht Spaß, es ist beruhigend, es ist entspannt. Es ist für groß und für klein was. Also nicht nur für klein, auch für groß. Ich bin 33 und spiel's. Also bitte. Ich kann es echt wirklich jedem nur empfehlen. Ja. Und vor allen Dingen jetzt mit dem Lautsprecher da drin in diesem neuen Portal. Wenn da zusätzlich noch Geräusche rauskommen, es ist einfach geil. Und jetzt schaffen oder Gulba will raus. Also ich find's geil. Also da haben sie sich wirklich was Geiles einfallen lassen. Es macht wirklich mega mäßig Fun. Und ich muss euch nochmal das Schaf vorführen. Es geht nicht anders. Ich muss nochmal das Schaf. Sheep Creep. Sprich mit Persephone, wenn du mehr über Verbesserungen erfahren willst. Ja, das war Sheep Creep und der quiekt dann im Hintergrund die ganze Zeit. Sorry Leute, dass ich lache, aber ich finde es geil. Es ist wirklich ein sehr schönes Spiel. Und ich kann es wirklich nur jedem ans Herz legen. Und es ist nicht nur was für jung, auch alt. Ja. Und ich schäme mich nicht dazu zu sagen, ich spiele es gern. Und ich werde mal noch mal kurz Licht ausmachen, dass ihr mal so diese... dass ihr mal die Plattform komplett seht. Ich werde das mal hier so ein bisschen rüberschieben. So. Und jetzt werde ich Schiebkrieg noch mal raufmachen, damit ihr seht, dass der Schlüssel auch leuchtet. Ja, wenn er leuchten soll, leuchtet. Da. Habt ihr gesehen? Der leuchtet auch. Jetzt gehen wir wieder raus und da zack ist er wieder drin und es leuchtet. Find ich sehr geil. Find ich wirklich echt geil gemacht. Also mit dem neuen, das ist wirklich echt, es macht mega mäßig Spaß und ich liebe Sheep Creep. Nee, ohne Scheiß. Aber damit soll es jetzt auch erstmal gewesen sein. Ich werde das Video, wie gesagt, in mehrere Parts teilen, da ich jetzt wieder schon bei 2 Stunden bin, was ich eigentlich gar nicht wollte und gar nicht mitbekommen habe. Weil es einfach nur so entspannt und so relaxed ist und dann auf einmal zack ist die Zeit weg. Werde ich jetzt in 4 Parts schneiden. Ich bin da auch am überlegen, ob ich Gameplay-Review so ein bisschen ändere, ob ich dann vielleicht die Bewertung zum Schluss nochmal einzeln hochlade, dass man sie sich auch nochmal jederzeit einzeln angucken kann. Ich weiß es nicht. Muss ich gucken. Bis dahin verabschiede ich mich erstmal. Ahoi, sagt euer Odin.